Ja, guten Morgen. Willkommen again. Wir haben ja gestern Morgen schon gemerkt, dass wir auch in sehr kurzer Zeit sehr viel Inhalte aufnehmen und vermitteln können. 6 Minuten, 40 Sekunden waren das gestern für jedes Projekt und es hat ausgereicht und hat einen guten Eindruck vermittelt von den Projekten, die gestern vorgestellt wurden. Ich möchte jetzt die 4 Gruppen, die Workshops anbieten, die 4 Workshops Leiter und Leiterinnen bitten, ihre Workshops in genau der Kürze auch vorzustellen, damit wir nicht hinterher keine Zeit mehr haben für die eigentlichen Workshops, weil diese Zeit mit der Vorstellung schon verstrichen ist. Also als erstes, wir machen das in der Reihenfolge wie hier wie hier im Heft, Gerät und Kalkül über Mitmachen, Wikipedia. Ich freue mich. Gehen Sie nach oben oder bleiben Sie hier? Geht auch. Ich kann hier bleiben, Sie stehen ja auch hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde gleich einen kleinen Vortrag oder Workshop halten, der jeden, der dorthin kommt, befähigt, bei der Wikipedia mitzuarbeiten, wenn er möchte. Es wird ein über die Geschichte der Wikipedia, wie sie beschaffen ist, wie sie aussieht, die Strukturen der Wikipedia, wo es drauf ankommt. Und das sollte jeden befähigen, wenn er möchte, dort einen Beitrag zu leisten. Wunderbar. Gut in der Zeit geblieben. Es wird so sein. Es wird so sein, dass nach der Vorstellung jeder der Workshopsleiter in eine der Ecken geht und dann gucken wir ein bisschen, wie groß die Gruppen sind, wer dann in welchen Raum geht. Aber jetzt geht's weiter. Kulturelles Erbe digitalisieren. Ich bin gespannt, was da kommt. Danke, guten Morgen. Wir sind das Dreierteam, Katinka Engels, Holger Plickert und ich. Wir werden den Workshop zweigeteilt, also es gibt 2 Hauptteile des Workshops. Es geht vor allem darum, Ihnen zu zeigen oder den Teilnehmenden zu zeigen, wie man als Kulturinstitution mit der Wikimedia und mit einer Community wie der Wikimedia zusammenarbeiten kann, also mit einer freiwilligen Community. Dazu werden wir erstmal Input geben, wie die Wikimedia aufgebaut ist, was für Möglichkeiten der Kooperation es gibt an Kulturprojekten, was für Projekte wir umgesetzt haben. Also wir zeigen Projekte, die wir auch an unseren Museen schon gemacht haben und die, was dabei gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat, was die Herausforderungen waren und mit welchen pragmatischen Lösungen man da herangehen kann. Eben die Spezifika von Kulturinstitutionen, die dann kooperieren. Und der zweite Teil, den zweiten Teil erklärt euch jetzt Katinka. Genau, und nachdem wir in dem ersten eher etwas vortragartigen Teil Projekte vorgestellt haben, werden wir dann in dem zweiten, in dem Workshop-Teil tatsächlich auch zusammenarbeiten und in kleinen Gruppen Kurzskizzen für mögliche Wikimedia-Projekte in den einzelnen Institutionen erstellen, mit einem besonderen Hinblick auf die Herausforderungen, die wir in unseren eigenen Häusern in der Arbeit haben und genau da dann diskutieren, was diese Herausforderungen sind und was halt möglicherweise schon Lösungsansätze sind, die sich vielleicht schon aus der Workshop-Gruppe ergeben. Genau. Ja. Ja, auch von mir nochmal kurz guten Morgen und es gibt eine sehr, sehr lange Präsentation für Sie alle. Ganz bewusst lang, weil wir teilen die, da können Sie in aller Ruhe zu Hause nachlesen. Keine Sorge, wir werden nicht alle Folien durchexerzieren. Ja, schönen Dank. Jetzt die nächste Gruppe. Herr Voges ist nicht da, aber was trotzdem in den Workshops erklärt und ausprobiert passiert, das wird Frederik Döhl jetzt erzählen. Jo, guten Morgen. Der Kollege Voges muss sich leider entschuldigen, denn hat die erste Grippe der Saison erwischt. Der ist leider kurzfristig ausgefallen. Es sollte ihm Spaß, aber keinen Abbruch tun in meinem Workshop. Ganz kurz zu mir und zu dem, worum es geht. Ich bin von Hause aus Musikwissenschaftler und Jurist und arbeite hier in der Nationalbibliothek als Strategiereferent der Direktion und vor allem für Digitalthemen und Wissenschaftskooperation. Und das steht auch so ein bisschen im Schwerpunkt des Workshops. Was wegfällt, ist, was der Kollege Voges gemacht hätte. Der hätte ein bisschen Vorprogrammieren gezeigt, was er in Fortbildung hier macht im DH-Kontext.
was wir machen werden. Und ich denke, für die kommen, dass es ganz kurzweilig wird. Ich möchte ein bisschen ins Gespräch mit Ihnen kommen, was das eigentlich ist, Digital Humanities, und was das mit unserer Arbeit zu tun hat. Ich habe ein Best-Practice-Beispiel dabei, das zeigt, dass das nicht nur Elfenbeinturmspielerei ist, sondern tatsächlich an bestimmten Stellen sehr relevante Forschung ist. Und ich möchte ein bisschen mit Ihnen ins Gespräch kommen im Blick auf die DSM-Richtlinie, vor allem Artikel 3 und 4, wo es um den künftigen Spielraum geht für Digital Humanities, was wir eigentlich als Gedächtnisinstitution uns erwarten von diesem Gesetzgebungsprozess, was wir wollen. Es ist ja nicht so wahnsinnig viel jetzt vorgetragen worden beim Justizministerium und vielleicht kriegen wir im Gespräch ein bisschen mehr raus, wie der Stand der Dinge ist und was man vielleicht noch sagen könnte. Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt die letzte Gruppe da zu Hands-on-Tutorial bei der GND. Dazu muss ich sagen, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die einzige Gruppe, die eine etwas begrenztere Teilnehmerzahl haben, weil man da eben Hands-on auch tatsächlich an Rechnern setzen soll. Deshalb ist auch der Raum vorgegeben. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht trotzdem reinkommt. Also ein paar Plätze sind ja da. Ja, vielen Dank für die Vorrede. Wir werden im vierten Workshop, meine Kollegin Juliana Natsch und ich, Ihnen kurz die gemeinsame Normdatei GND vorstellen, die ein zentrales Arbeitsinstrument hauptsächlich aktuell in Bibliotheken, aber zunehmend auch in Archiven und Museen ist. Wir werden eine Kurzeinführung geben, was ist drin in der Normdatei, wer nutzt aktuell die GND, welche Tools stehen zur Verfügung, um an der GND mitzuarbeiten und dann tatsächlich hands-on in die Praxis zu gehen, Daten zu erfassen in der GND und vorhandene Daten zu editieren. Und die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 15 Leute, aber wir würden uns über jeden freuen und auch keinen ablehnen. Wir fänden bestimmt auch noch Stühle im Notfall. So, dann machen wir das jetzt so. Workshop 1 hier, Workshop 2 dort in der Ecke, Workshops 3 dort, Workshop 4 GND hier. Dann schauen wir mal, wie viele in welcher Ecke stehen. Und dann machen sich die Gruppen auf den Weg. Es gibt immer eine der Helferinnen und Helfer, die den Weg weisen. Das teilt sich ja wirklich fast gleichmäßig auf. Hier. Das ist die kleinste Gruppe. Dort. 24. Dann bleibt 25, bleibt hier im Raum. Oben den Glasraum. Das kann entweder. Das kann Frederik Döhler machen. Eine von den 24er Gruppen kann Frederik, gehst du oben in den Glasraum? Oder in 37? Okay, gut. Schulungsraum, wer geht denn in den Glasraum? Gehört in den Glas. Wo geht ihr denn jetzt hin, Frederik? Wo geht ihr jetzt hin? 404. Das ist zu klein, das ist eine große Gruppe. Wir sind die 404. Okay, alles klar. Wir sind hier im Schulungsraum. Ja. Dann geht ihr in die 37.
Welches ist denn die 37? 037 ist im Erdgeschoss, also ein größerer Raum. Gut, ja, ja. Okay. Das passt gut. Ja, dann schon am besten losgehen, damit sie sich langsam auflösen. Ja.